Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche hier auf MV1. An meiner Seite heute live Erik Holm. Er ist Landessprecher der AfD, der Alternative für Deutschland, einer neuen politischen Partei am Horizont. Wir wollen über Ihre Partei sprechen, was Ihre Partei als normale Partei kennzeichnet und wo Sie vielleicht noch in komplizierten Findungsphasen sind. Das ist unsere Frage. Erste Frage natürlich Brexit. Das heißt, die Briten haben beschlossen, aus der Europäischen Union auszutreten. Sie arbeiten für Beatrix von Storch im EU-Parlament nach nicht wie mehr, vor? Nicht mehr. Nicht mehr. Also seitdem Sie jetzt sozusagen aufgestellt worden sind hier als Landessprecher. Richtig. Haben Sie als den Spitzenkandidat zur Landtagswahl habe ich jetzt den Job quittiert, weil wir haben jetzt natürlich genug zu tun im Wahlkampf und da lässt sich das natürlich nicht mehr verbinden. Beatrix von Storch hat als Mitglied des Europäischen Parlaments vor Freude geweint, als sie von dem Austritt der Briten, also von dieser Abstimmung, von diesem Voting rauszugehen aus der EU gehört hat. Warum weint sie da vor Freude, wenn sie selber auch Mitglied des Europäischen Parlaments ist? Naja, weil sie einfach wahrgenommen hat, wie schwer es in Europa ist, eine andere Position einzunehmen. Und sie hat sich, glaube ich, in erster Linie auch deswegen gefreut, und da freue ich mich auch, dass die Briten selber entscheiden durften. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. So hat sie es vorher eigentlich immer formuliert. Darum geht es mir auch. Also ich finde, es ist einfach toll, dass die Briten selber entscheiden konnten. Für mich selber gilt, der Brexit an sich ist, sorgt bei mir eher für ambivalente Stimmung, sage ich mal. Einerseits ist es vielleicht ein gutes Zeichen, in Europa zu sehen, halt stopp, so können wir nicht mehr weitermachen. Andererseits vermisse ich die Briten schon, weil die ja als stabilitätsorientiertes Land in Europa eigentlich an unserer Seite sind. Haben Sie sich auch mal angesehen, wer da abgestimmt hat und wieder abgestimmt wurde in Großbritannien? Dass vor allen Dingen die Alten natürlich darüber abgestimmt haben. Ich meine, das macht eine Demokratie am Ende aus, dass alle Stimmen zählen. Aber dass sozusagen die Schotten jetzt ein Problem damit haben, dass die Nordiren ein Problem damit haben, dass die Jungen auch ein Problem haben, die überwiegend natürlich für Europa ausgesprochen haben. Und dass sie natürlich letztendlich in Großbritannien auch Opfer von populistischen Bewegungen geworden sind, die ihnen sonst was versprochen haben, was dann hinterher nicht eingehalten wird. Na gut, alle Parteien versprechen irgendetwas. Das ist ja ein Teil des Problems, das wir haben mit den Parteien, dass eben zu viel versprochen wird von allen Seiten. Also ich würde das nicht allein den Populisten dort vorwerfen. Nein, also es ist müßig, darüber nachzudenken, wie jetzt die Verteilung der Stimmen gewesen ist, sondern das Volk hat in Großbritannien gesprochen und hat knapp dafür gesprochen, diesen Brexit herbeizuführen, aus der EU auszutreten. Ob es sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber sie konnten darüber entscheiden. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt der AfD. Wir wollen auch hier dem deutschen Volk die Möglichkeit geben, abzustimmen, wie es die Schweizer ja schon seit Jahrhunderten machen. Das muss für uns auch gelten. Wir müssen über wesentliche Entscheidungen in diesem Land und auch darüber hinaus bei wesentlichen Entscheidungen in Europa selber mitbestimmen dürfen. Sie treten ja vor allen Dingen auch als Landessprecher an. Da sind Sie dann auch dafür, auch auf Landesebene diese Entscheidung sozusagen in die Hand des Volkes zu geben. Absolut. Und da wollen wir auch die Hürden senken. Wir haben ja bei der Gerichtsstrukturreform hier im Land gesehen, dass die Hürden deutlich zu hoch sind und dass, wenn es dann tatsächlich mal zum Volksentscheid kommt, weil viele beim Volksbegehren vorher mit abgestimmt haben, dennoch es schwierig ist, die Leute zu motivieren, zur Wahl ohne zu gehen, weil das Thema eigentlich in den Medien und von der Politik totgeschwiegen wird. Man kann heute Dinge totschweigen, dann geht eben keiner hin, weil der Druck nicht mehr so groß ist. Wir wollen deshalb bei Volksentscheiden zum Beispiel die Hürden komplett abschaffen, wie es auch in der Schweiz ist. Weil dann sind alle dazu gezwungen, die Befürworter eines Entscheids und die Gegner eines Entscheids darüber in der Öffentlichkeit vorher zu diskutieren. Also ein wichtiger Punkt aus Ihrem Parteiprogramm, wie auf Landesebene und bundesweit, ist, wie gesagt, dieses letztendlich plebizitäre Element. Genau, mehr direkte Demokratie. Mehr direkte Demokratie. Ja. Ansonsten ist Ihre Partei, wenn man das Programm liest, durchaus eine normale Partei, da kann man ja vieles mit unterschreiben, zum Beispiel auch die Abschaffung der Winter- und Sommerzeit würde ich auch sofort mitgehen. Sie kommen wertekonservativ daher, das heißt, sie betonen sehr stark die Familie sozusagen als Mittelpunkt auch der Gesellschaft und dass die Familie noch stärker gefördert werden soll. Aber so etwas erinnert das natürlich auch so an eine Zeit, die schon längst vergangen ist. Letztendlich hat ein Modernisierungsprozess eingesetzt. Frauenbild, wenn ich das so lese, irgendwie, dann gehört die Frau so ein bisschen nach Hause, zu den Kindern. Das ist nein, nicht so. Das haben Sie falsch verstanden. Wir wollen eigentlich die Wahlfreiheit, das ist entscheidend. Also es ist ja mittlerweile in der Gesellschaft so, dass diejenige Frau schief angesehen wird, die sagt, ich entscheide mich für das Kind in den ersten Jahren, möchte die Zeit mit ihm zu Hause verbringen. Die Frauen werden schief angesehen und das wollen wir vermeiden. Wir sagen, es ist doch die Entscheidung der Eltern, meistens der Mutter, zu Hause zu bleiben oder nicht.
Und wir wollen dafür einfach nur die Wahlfreiheit schaffen. Weiter ist es nicht. Also das heißt ja nicht, dass wir unmodern sind, sondern wir wollen sozusagen allen die Möglichkeit geben, die entscheiden. Da auch eine stärkere Förderung dann letztendlich, für stärkere Förderung organisieren, genau, dass die Frau es sich dann auch leisten kann, so lange zu Richtig, Hause bleiben. Das ist der entscheidende Punkt, denn wir haben ja viel zu wenig Kinder. Gerade bei uns in Mecklenburg-Vorpommern ist das ein riesiges Problem. Im Moment feiert die Landesregierung, dass wir die Abwanderung gestoppt haben. Das ist per Saldo zwar der Fall, aber es liegt daran, dass wir viele Senioren haben, die herkommen, glücklicherweise ins Land strömen und ihren Lebensabend an der frischen Luft bei uns verbringen wollen. Das ist ja auch toll. Aber wir haben viel zu wenig junge Leute und dann treiben wir die ja auch noch aus dem Land im Grunde genommen. Die wenigen gehen weg, weil sie hier nicht die richtigen Arbeitsplätze finden. Und da müssen wir was tun. Also das heißt, neue Arbeitsplätze schaffen. Neue Arbeitsplätze schaffen, aber auch eben dafür sorgen, dass die Familien die entscheidende Bedingung haben. Deswegen sagen wir ja, wir wollen kostenfreie Kindergartenplätze. Das ist ganz wichtig. In anderen Bundesländern gibt es das, bei uns nicht. Also wir haben auch gar keine Möglichkeit, im bundesweiten Wettbewerb zu überzeugen und zu sagen, seht her, wir sind ein kinderfreundliches Land. Okay, kommen wir nochmal auf die Baustellen, die AfD ja auch nach wie vor hat. Sie holen ja Stimmen vor allen Dingen, wenn man so will, auch am Recht. Rand. Das heißt natürlich über eine gewisse populistische Politik. Ich habe mir auch noch mal Ihre Reden angehört auf den Demonstrationen, jetzt ob das nur Rostock war oder Neubrandenburg irgendwie. Da malen Sie ziemlich schwarz auch, was sozusagen Zustrom von Flüchtlingen anbelangt nach Deutschland. Da haben Sie Zahlen gebraucht, die 10 Millionen, die in den nächsten 2-3 Jahren hier nach Deutschland kommen werden. Das sind ja Zahlen, die sich jetzt alle nicht bewahrheitet haben. Sozusagen, also weil es einfach weniger sind, weil jetzt natürlich ein Stopp da ist. Es liegt nicht nur an Deutschland, sondern liegt vielleicht auch in einer globalen oder europäischen Lage auch. Nach wie vor kommen aber Flüchtlinge, aber längst nicht mehr in dieser Masse. Und Sie sprechen auch von Asylchaos und letztendlich von einem Versagen der Politik und so weiter und so fort. Ich hatte nie das Gefühl, dass die Politik da versagt hat, sondern ich hatte vielleicht in den ersten Wochen gab es Schwierigkeiten, aber dann ging es relativ schnell, waren gute Organisationsteams da, es gab Ehrenamtliche, die da geholfen haben und sich engagiert haben. Und das haben Sie als Chaos empfunden? Absolut. Also wenn das kein Chaos ist, dann weiß ich nicht, was ein Chaos sein soll. Also natürlich sage ich Hut ab vor den Ehrenamtlichen, die sich da reingekniet haben. Ohne die wäre es wahrscheinlich gar nicht gegangen, dann wären wir im totalen Chaos gelandet. Chaos war es natürlich auf mehreren Ebenen. Es war schon ein rechtliches Chaos, was Frau Merkel da veranstaltet hat, die Grenzen einfach aufzumachen. Das ist übrigens der Grund, warum die Briten jetzt ausgetreten sind. Das muss man sich mal klar machen. Ohne diese Entscheidung, die den Briten vor die Füße gefallen ist, wo sie selber keinen Einfluss hatten, ohne diese Entscheidung wäre es zum Brexit nicht gekommen. Es war eine knappe Entscheidung. Und das hat man jetzt aus mehreren Mündern schon gehört aus Großbritannien. Ja, hätte Merkel diese eigenmächtige Politik nicht unternommen, wäre es nie dazu gekommen. Es war aus meines Erachtens nach keine eigenmächtige Politik. Wenn man das mal aufrollt, also auch 2015, wie das abgelaufen ist, war das eine Reaktion auf eine gewisse Situation, die sich damals abgebildet hat, einer neuen Situation, der man sich erstmal stellen musste. Und diese Zeit muss man doch Regierung und der Politik geben, sich auf neue Situationen einzustellen. Merkel hat keineswegs gesagt, irgendwie kommt alle her. Merkel wurde dafür kritisiert, dass sie noch kein Flüchtlingsheim besucht hatte und so weiter und so fort. Dann hat sie es getan und plötzlich wurde sie wieder dafür also kritisiert. Dann gab es diese Flüchtlingsströme, die sich schon vorher auf den Weg gemacht hatten, die in Ungarn auf den Autobahnen kampiert haben. Und dann hat Merkel gesagt zu einem bestimmten Zeitpunkt, okay, wir in einem Akt der Humanität nehmen wir euch auf. Was denn dagegen einzuwenden, Flüchtlinge aufzunehmen? Weil sie das Ende nicht vom Ende gedacht hat, was sie sonst ja immer für sich in Anspruch nimmt. Dass es da ein Problem gab seinerzeit in Ungarn, ist ja unbestritten. Nur die Frage ist, wie man damit umgeht, indem man die Grenzen einfach öffnet und sagt, seht her, wir kontrollieren jetzt nicht mehr. Denn das hat ja erst dazu geführt, dass dieser Strom weiter angeschwollen ist, exorbitant. Ja. Ja. Und das ist ja bis zum Jahresende so gewesen. Und es ist ja mitnichten Merkel zu verdanken, dass dieser Strom jetzt erstmal abgeebbt wird, sondern es ist den Österreichern zu verdanken, die zusammen mit den Balkanstaaten die Grenze oberhalb nördlich von Griechenland zu Mazedonien dicht gemacht haben. Mit den sogenannten Visegrad-Staaten, die dann sozusagen auch in Mazedonien sich da engagiert haben. Deutschland wär das, glaube ich, schlecht zu Gesicht gestanden, wenn man die Grenzen zugemacht hätte, wenn man Lager gebaut hätte, wo man Leute eingesperrt hätte. Ich glaube, es hätte Deutschland sozusagen global geschadet, weil man Deutschland vielleicht der eine oder andere gerne auch mit solchen Bildern verbinden würde. Das ist also mir schon klar, dass Frau Merkel wollte sich die Hände da nicht selbst schmutzig machen. Ich fand das durchaus eine kluge Politik. Umso perfider ist es doch, wenn Frau Merkel einerseits sagt, sie kann die Grenzen nicht schützen, was ich per se schon mal für sehr, sehr merkwürdig finde, wenn eine Bundeskanzlerin sich hinstellt, eines der wohlhabendsten Länder der Welt. Ja.
und sagt, ich kann unsere Grenzen nicht schützen, das ist erstens albern und zweitens ist das ein Offenbarungseid für einen Regierungschef. Der hätte sie sofort zurücktreten müssen. Nein. Andererseits fährt sie zu Erdogan hin, ja, gibt ihm 6 Milliarden am Ende und sagt, schützt mal die Grenzen. Ja. Das ist doch lächerlich. Ja. Das ist doch keine Politik. Aber letztendlich, was haben Sie denn gegen Flüchtlinge? Ich habe gar nichts gegen Flüchtlinge. Die AfD hat sich doch auch dafür ausgesprochen, dass dort humanitäre Hilfe ja geleistet wird. Absolut. Und da sind Sie durchaus mit dafür. Natürlich. Ne? Warum sprechen Sie dann auf der einen Seite von Asylchaos, wenn es vor dem Hintergrund des Syrien-Konfliktes da durchaus Zeiten geben kann, wo Menschen also temporär nach Deutschland kommen und hier Aufnahme finden? Naja, das temporär, das können wir ja nochmal in Zweifel ziehen, denn wir sehen ja, wie es läuft. Also die meisten von denen, die herkommen, die bleiben. Und bei 1,5 Millionen im letzten Jahr mit den Unregistrierten nach wie vor ja in Syrien haben wir schon ein Problem. Wir haben nach wie vor einen Konflikt in Syrien. Und jetzt dröseln wir die Zahlen doch mal aus. Also 1% derjenigen, die herkommen, sind asylberechtigt am Ende. 1%? 1%. Nee, das glaube ich nicht. Doch, das ist richtig. Und ja, darüber hinaus gibt es welche, also, die den Schutz genießen als Flüchtlinge. Ja. Als Bürgerkriegsflüchtlinge, die aus Syrien also im Wesentlichen kommen. Das ist etwa ein Drittel. Zwei Drittel sind also nicht berechtigt. Ja. Ja. Und darüber muss man natürlich mal offen diskutieren. Ja, darüber diskutiert man ja auch relativ offen, habe ich den Eindruck. Also auch vor dem Hintergrund, natürlich darf man darüber offen diskutieren, aber was ich immer dann finde, dass man es für populistische Sprüche letztendlich hergibt, nach dem Motto, dem System ein Komplettversagen vorwirft, was ja nicht so ist. Doch, ist es, weil die Bundesregierung hat rechtlich versagt. Sie hat, ich finde, ich sehe das ja im Land hier, was passiert. Und ich finde zum Beispiel, dass das Innenministerium, dass man auf Situationen reagiert hat, dass man da einen guten Job gemacht hat, dass man das organisiert hat. Und noch heute läuft diese Zusammenarbeit zwischen Kreisen, Kommunen und das ist ja auch nicht der entscheidende Punkt. Und dem Land, dass man sozusagen die Abwicklung irgendwann hinbekommt, das ist ja außer Frage. Und das haben wir im Land natürlich auch geschafft. Aber nur, weil nicht mehr nachgeströmt ist. Ne? Das müssen wir mal festhalten. Ja, wäre es nach Frau Merkel gegangen, wäre es ja weitergegangen. Ja, weil sie die Grenzen ja nicht schützen will, wäre es weitergegangen. Hätte der Hund nicht, hätte den Hasen gefangen. Naja, aber man kann ja nicht... Man kann doch das Ergebnis der Politik nicht anrechnen, wenn sie gar nicht die Ursachen gelöst hat dafür, dass das hier Millionen herströmen. Sie hat es nicht selber getan. Sie hat Glück gehabt, dass die Österreicher eine 180-Grad-Wende hervorgezaubert haben, zusammen mit den Balkanstaaten. Ansonsten wäre das Theater ja weitergegangen. Sie nennen es Glück oder Sie nennen es Theater. Andere sprachen von humanitärer Hilfe. Ansonsten wäre die humanitäre Hilfe vielleicht in einem größeren Umfang weitergegangen. So würde ich das also formulieren, ohne letztendlich Chaos zu erzeugen. Schon, wir zahlen bis 2020 nur auf Bundesebene 93 Milliarden Euro dafür. Für diese Situation aus dem letzten Jahr. Ja. Wer kann sich das leisten, wenn nicht Deutschland? Ne? Ja, wie viel können wir uns denn noch leisten? Wir verpfänden ja Zukunftsgelder unserer nächsten Generation auch für die Euro-Rettung in Griechenland. Also irgendwann ist mal Stopp. Wir haben implizite Verschuldung von 7 Milliarden Euro in Deutschland, was nirgendwo auftaucht. Das heißt, so reich, wie wir glauben, sind wir bei weitem nicht. Also wir müssen da schon ein bisschen aufpassen, was wir leisten können und was wir nicht leisten können. Ich habe den Eindruck, wir passen darauf. Und ich habe auch den Eindruck, wenn ich sozusagen Finanzminister Schäuble immer höre, gerade im Grexit, da ist er nachher auch sogar auf AfD-Position umgeschwenkt, hat den Griechen sogar sozusagen noch den Austritt selbst nahegelegt. Da war ihre Partei ja Vorreiter. Aber da habe ich auch den Eindruck, da passt man schon auf die Finanzen. Und keinem Land in der EU geht es so gut wie Deutschland. Ja, noch, oberflächlich Land gesehen. Aber wir müssen in die Zukunft schauen. Ich glaube, das ist die Aufgabe der Politik, ist in die Zukunft zu schauen und nicht zu warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und das ist es im Grunde schon. Welches Kind ist in den Brunnen gefallen? Das finanzielle. Das finanzielle Kind. Ja. Wir geben einfach zu viel aus der Zukunft heute schon aus. Das ist das entscheidende Problem. Also die Griechenland-Rettung, die wird uns ja Milliarden kosten. Das ist unbestritten. Also man hat gesagt, wir müssen da einmal helfen, anfangs 2010. Jetzt sind wir 6 Jahre später und das Schlamassel ist nicht besser geworden. Und das nächste Paket wird vorbereitet. Ja. Nach der Bundestagswahl geht es weiter. Als das von Ihnen sogenannte Asylchaos dann beendet war oder etwas zum Auslaufen kam, da kam dann sozusagen ein anderer Hinweis aus Ihrer Partei. Wenn es nicht das Asylchaos ist, dann können wir auf den Islamismus gehen. Dann können wir das als Thema. Wir sind gegen die Islamisierung des Abendlandes, ähnlich wie Pegida oder wie auch immer, die sich das auf die Fahnen schreiben. Aber Islamisierung des Abendlandes, diese Gefahr besteht auch gar nicht. Natürlich oder sehen Sie diese Gefahr? Ja, selbstverständlich besteht die. Wo denn? Also schauen Sie sich um in Europa. Fahren Sie mal durch Paris. Ich bin im Abstand von 10 Jahren dort gewesen. Da hat sich aber sehr, sehr viel verändert. Ja. Und wir müssen jetzt heute konstatieren, es hat schon
sehr viele Anschläge gegeben vom Islamischen Staat. Zuletzt war es jetzt in Istanbul gerade wieder der Fall. Machen wir uns nichts vor. Es gibt den politischen Islam, der einen Herrschaftsanspruch erhebt. Genau, also und genau darum geht es. Ich würde es ja dann nicht Islam nennen, sondern vielleicht Islamismus oder eine radikale Ausprägung. Natürlich, die Gefahr ist da. Ja. Die Gefahr wird, glaube ich, auch gesehen. Da reagiert, glaube ich, auch der Staat. Ne? Natürlich jetzt erst im Zuge dieser Anschläge auch mit neuen Maßnahmen, mit neuen Gesetzen auch. Oder haben Sie den Eindruck, der Staat reagiert da nicht? Also nicht ausreichend. Also in der Negierung dieser Gefahr, muss ich sagen, besteht ja die Gefahr, dass wir es eben das Problem nicht wahrnehmen. Doch, ich finde, also, es wird wahrgenommen. Doch, ich habe das Gefühl gehabt, als wir mit diesem Thema aus den Startlöchern kamen, weil es eben ein Problem tatsächlich darstellt. Wir reden ja nur über Probleme, die da sind, die erfinden wir ja nicht. Aber da wurde eben tatsächlich gesagt, nein, diese Gefahr gibt es gar nicht. Doch, die gibt es schon. Wir haben diesen Islamismus oder diesen politischen Islam, wie auch immer wir es nennen wollen. Das ist ja nicht der entscheidende Punkt. Da gibt es durchaus Probleme, aber diese Probleme kann man ja angehen. Kann der Staat ja auch angehen, kann das Land ja auch angehen. Ja, einerseits natürlich mit Rechtsstaat, andererseits natürlich mit dem Versuch, natürlich zu integrieren, beziehungsweise auch diese soziale Situation, diese soziale Schieflage, die da auch entstanden ist, auch ein Stück weit zu entschärfen. Ja, aber schauen Sie mal, die Integration hat doch bisher schon nicht funktioniert. Wie soll denn die Integration jetzt besser funktionieren, wenn viel, viel mehr... Das fragen Sie mal Leute in Berlin, Neukölln zum Beispiel. Da sind viele Menschen, also viele Deutsche auch der Meinung, dass Integration da tagtäglich gelebt wird. Ja, und vor allen Dingen andersrum. Wenn Sie dort in die Schulen gehen, wo 98% Ausländerquote mittlerweile ist, noch 2-3 Deutsche, die als Kartoffeln bezeichnet werden, dann sind das Dinge, falsch laufen. Das glaube ich nicht, dass die Entwicklung von ganz Berlin ist. Das glaube ich nicht irgendwie. Ne? So, also selbst wenn es so wäre irgendwie, da muss man sich aber auf diese Situation auch einstellen. Da muss der Staat natürlich auch lernen, damit umzugehen mit solchen Situationen. Und auch die Menschen. Es ist aber keine generelle Entwicklung. Da wird, glaube ich, schwarz gemalt. Da wird, glaube ich, schwarz gemalt und da wird, glaube ich, auch pauschalisiert von Ihrer Partei. Und das mache ich ein Stück weit Ihrer Partei auch zum Vorwurf. Nö, pauschalisiert kann man das nicht nennen. Aber im Durchschnitt besteht halt diese Gefahr. Also ich sag's nochmal, also Städte. Naja, also an einem Ort wie bei uns in Mecklenburg-Vorpommern ist die Gefahr natürlich jetzt noch nicht so gegeben. Anderswo ist sie gegeben, wie in Berlin, in Duisburg, in Stadtteilen von Hamburg und noch extremer. Das muss man sich anschauen. In Marseille oder in Brüssel, in Paris, da sind die Städte dabei zu kippen in eine Richtung, die wir nicht wollen. Wir wollen eben unser Europa, wie wir es kennen, erhalten. Ja, da versucht man jetzt natürlich auch nachzusteuern. Das hat ja oftmals ja auch andere Hintergründe. Letztendlich auch die türkische Migration in Deutschland, als sozusagen in den 60er Jahren begann das ja mit dem Thema Arbeit. Dann natürlich die anderen Länder, die ja auch ihre Kolonien als Teil ihres Landes auch gesehen haben. Und die Menschen letztendlich, die nach Frankreich gekommen sind, waren ja willkommen. Das waren ja Franzosen sozusagen, ne, die aus Algerien kamen. Oder genauso in Großbritannien, die aus den Kolonien kamen. Das waren dann auch Briten, die zum Commonwealth gehörten und so weiter. Aber so hat man es da gesehen. Es war ein Irrglaube, dass diese Menschen sich integrieren. Und das ist natürlich ein Problem. Das liegt am Glauben und an der vor allen Dingen auch bei vielen vorherrschenden radikalen Ausrichtung des Glaubens. Ja. Es gibt ja interessante Umfragen, die zeigen, dass mehr als die Hälfte der Muslime in Europa einem radikalen Glauben anhängen. Das heißt, die Scharia höher stellen als unsere Rechtsgesetzgebung. Und da muss man natürlich dann sagen, Vorsicht, wir müssen hier erstens mehr tun für die Integration. Ich weiß nicht, ob wir es jemals schaffen, aber das muss man natürlich tun. Ja. Und andererseits muss man eben auch sehen, dass wir uns nicht überfordern. Das sind klare Aussagen zu dem Thema von Ihnen. Ich sehe, dass der Staat durchaus reagiert auf die Situation, macht sich auch am Beispiel Rostock zum Beispiel ganz gut momentan. Dort gab es ein Problem in der dortigen Moschee, in der dortigen islamischen Gemeinde. Und da finde ich, haben alle darauf reagiert. Da hat einerseits die Gesellschaft darauf reagiert, der Rechtsstaat hat reagiert, indem sofort der Bundesverfassungsschutz auch da war, geguckt hat, was ist da los. Und letztendlich ein Stück weit auch hat die Gesellschaft, die Rostocker Stadtgesellschaft, dann auch für Entschärfung einer solchen Situation gesorgt. Also da ist schon passiert schon das, was Sie im Grunde auch apostrophieren. Ja, aber da möchte ich anführen, dass das auch ein Verdienst der AfD ist, dass wir über diese Dinge offen sprechen. Das hat vorher niemand getan. Das war ein sogenanntes Tabuthema. Und ich denke, dafür ist die AfD wichtig in dieser Gesellschaft, einfach mal zu sagen, nee Leute, lasst uns mal über dieses Thema sprechen. Und ich glaube, da können wir uns auch schon... Aber wir würden uns wünschen, auch von den Medien her, die wir sozusagen von Ihnen ja oftmals als Lügenpresse bezeichnet werden... Von uns nicht, übrigens. Genau. Die AfD bezeichnet die Presse nicht als Lügenpresse. Ich war auf Demonstrationen von Ihnen, wo wir sozusagen immer als Lügenpresse oder Volksverräter bezeichnet wurden. Es gibt natürlich immer Leute, die da übers Ziel hinausschießen, aber wir als AfD sprechen nie von der Lügenpresse, weil wir da viel zu differenziert denken. Ja, aber Sie wollen der Lügenpresse zumindest der öffentlich-rechtlichen die Rundfunkgebühren jetzt wegnehmen.
Ja, das wollen wir. Erstens, weil die deutlich zu hoch sind, also diese 8 Milliarden jährlich, die ja von den Bürgern gezahlt werden müssen. Und die Frage ist, welche Leistung steht hinter dieser Riesensumme, wenn man allein schon betrachtet, wie Gehälter bezahlt werden, wie Luxuspensionen bezahlt werden. Intendanten bekommen 400.000 Euro im Jahr, Pensionen sind irrational hoch. Ja. Das ist der finanzielle Aspekt. Aber und da sagen Sie wir, nicht, das kann nicht sein, das ist eine Art Selbstbedienungsladen geworden. Und andererseits findet dabei aber eine Berichterstattung statt, die oftmals die Realität nicht mehr vernünftig abbildet. Ich möchte mal sozusagen als privater Sender das öffentlich-rechtliche System verteidigen. Ich möchte zum Beispiel kein Kinderfernsehen haben, was nur letztendlich sich über Werbung finanziert. Ich möchte auch so ein öffentlich-rechtliches Fernsehen haben, die so eine Sendung wie Weltspiegel oder Tagesschau oder Tagesthemen, Kultursendungen und so weiter. Dazu gehören ja auch Sender wie Arte jetzt oder letztendlich die ganzen dritten Programme, die sich ja auch in Mecklenburg-Vorpommern großer Beliebtheit erfreuen, auch weil sie eben, glaube ich, auch fair berichten über Probleme. Bestimmte andere Sachen sind natürlich immer mal wieder reformfähig, da stimme ich Ihnen durchaus zu. Wir als sozusagen lokale Sender hätten natürlich auch gerne was ab vom Rundfunkkuchen, aber das ganze System deshalb in Frage zu stellen, das finde ich nicht gut. Ich würde es auch lieber reformieren. Ich bin ja selber Journalist, deswegen, und ich sage das auch ganz offen bei uns in der Partei, auch in Versammlungen, ich stehe eigentlich für einen kleinen, feinen, öffentlich-rechtlichen Journalismus. Also der erstens deutlich billiger ist, man braucht nicht diese Menge an Sendern, die ja auch eigentlich auch Sie bedrohen, die privaten Sender, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich so breit aufstellt, dass er jede private Initiative natürlich abwürgen kann. Und das wollen wir nicht. Wir wollen sozusagen den öffentlichen Rundfunk dort haben, wo die Privaten das so in diesem Umfang nicht leisten können. Nach den Wahlprognosen zu urteilen, werden Sie in Mecklenburg-Vorpommern auf alle Fälle in den Landtag einziehen. Wie hoch das ausfallen wird, ich habe in den Medien gelesen, zum Beispiel in der Zeit gelesen, dass Sie dort schon mit als stärkste Kraft im Land gehandelt werden. Sie sind dann gefragt, also Politik in Mecklenburg-Vorpommern aktiv mitzugestalten. Würden Sie dann auch sozusagen den Ministerpräsidenten stellen? Ich sage immer, das möge der liebe Gott verhindern, weil so weit sind wir ja noch gar nicht. Sie bekennen sich klar zur Opposition. Prinzipiell bekennen wir uns natürlich zur Opposition, aber ich schließe eine Regierungsbeteiligung nicht definitiv aus, weil die Menschen wollen uns ja in der Regierung, damit wir was verändern können. Das ist ja ohne Frage so. Aber betrachten wir es doch realistisch. Selbst wenn wir stärkste Partei werden, wird es keine Regierung mit der AfD geben. Der Regierungspartner, der am ehesten noch die CDU sein könnte, hat ja schon gesagt, da machen wir nicht mit. Also wir werden mit der AfD nicht zusammengehen, obwohl wir von der Basis in der CDU natürlich ganz andere Signale hören. Die würden schon gerne mit uns. Aber so weit wird es nicht kommen. Also es wird vielleicht dann zu einer Kenia-Opposition, Kenia-Regierung kommen. Können Sie das nochmal erklären, unsere Zuschauer, Kenia? Okay, ja stimmt, muss man ja nochmal sagen. Das heißt, es würde dann möglicherweise, wenn wir stärkste Partei werden... Nicht, dass das wieder Ängste schürt. Nee, sicher nicht. Nein, es ist so, dass wenn wir wahrscheinlich stärkste Partei werden sollten, es nicht mehr zu einer großen Koalition reichen würde zwischen CDU und SPD, dann würde es dann, vorausgesetzt die Grünen kämen in den Landtag, möglicherweise eben zu einer Koalition kommen, wie es sie in Sachsen-Anhalt jetzt gibt, also zwischen CDU, SPD und Grünen. Und das wäre ja schon mal ein ganz guter, sage ich mal, Auftakt in die neue Legislaturperiode. Wir wären dann deutlich stärkste Oppositionskraft und könnten dort auch entsprechendes Gewicht einbringen in den Landtag. Ja, was würden Sie dann mitgestalten? Was wären so die ersten vielleicht auch Anträge, die Sie dann einbringen würden in die Landtagsarbeit? Also über Anträge haben wir jetzt noch nicht nachgedacht. Aber haben Sie nicht vielleicht... Ich sag mal, unsere Hauptthemen werden auf jeden Fall die Familie sein. Das ist für uns ein ganz wichtiges Thema, weil wir eben die demografische Krise haben und wir mehr für unsere Familien tun müssen. Das ist der entscheidende Punkt, also Stichwort Kindergartengebühren. Wir wollen über den Bundesrat auch dafür sorgen, dass das Elterngeld verlängert wird, was ja sehr, sehr gut angenommen wird. Das wollen wir auf 18 Monate verlängern. Familiendarlehen einführen, also das sind so die Familienpunkte. Wir wollen dafür sorgen, dass in der Schule der Unterrichtsausfall endlich ein Ende hat. Das sind die entscheidenden Punkte, die wir angehen wollen. Ja, aber Sie machen Sie es da einfach, weil Sie natürlich mit dem Füllhorn kommen können. Und wo das Geld herkommt, haben Sie es auch schon durchgerechnet? Das können wir natürlich nicht durchrechnen. Wir sind ja alle Ehrenamtler, das ist ja ganz klar. Aber wir haben ja in der Migrantenkrise jetzt gesehen, das Geld ist offensichtlich da. Sage ich jetzt mal überspitzt, das ist natürlich nicht da, weil es von den zukünftigen Generationen genommen wird. Alles das, was jetzt plötzlich zusätzlich ausgegeben wird.
Nein, wir müssen solche Dinge natürlich schrittweise einführen. Das kann man nicht ad hoc. Wir haben unser Wahlprogramm stellt eigentlich etwas dar, was jetzt nicht nur für 5 Jahre reicht, sondern ein bisschen darüber hinaus. Es soll den Bürgern zeigen, in welche Richtung wir gehen wollen. Und viele Schritte können wir nicht gleichzeitig gehen. Die müssen wir nach und nach gehen, weil es nicht so einfach funktioniert. Herr Holm, an dieser Stelle vielen Dank für das Interview. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Interview der Woche hier auf MV1.